Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal in unseren Suburbs und haben den ordentlich aufgerüstet, muss ich sagen. Und ja, wir haben jetzt hier gerade das Problem, dass unser Erste hier streiken. Finde ich nicht gut. Da kann man aber Abhilfe schaffen, indem man einfach ein neues Krankenhaus auf diesen Spot hier stellt. Genau, auf diesen Villa-Spot. Und das sollte es dann schon gewesen sein. Genau, das war's mit dem Streik. Wunderbar. Und hier unten wachsen sie auch. Das ist sehr schön. Industrie schon wieder. Ja, wir waren auch beim letzten Mal dabei, ordentlich Industrie zu bauen für unsere Gewerbenachfrage in der Hauptstadt. Ja, weil ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, in unserer Hauptstadt ist gerade Tote Hose. Unserer Skyline. Weil wir da das Problem haben, dass wir da ja keine Nachfrage mehr haben nach Gewerbe. Und das ist schon blöd, muss ich sagen. Und deswegen machen wir jetzt hier ja diese Vororte. Damit wir halt die Nachfrage ganz normal generieren können. In der Hoffnung, dass es dann klappt in der Hauptstadt. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach die Hauptstadt nochmal komplett neu spielen. Das, die Möglichkeit gibt es ja auch noch, ne, dass man die Hauptstadt komplett neu spielt. Aber wir müssen jetzt erstmal hier gucken, dass wir jetzt hier wieder finanziell auf den grünen Ast kommen. Weil die neuen Einrichtungen, die kosten. Ja, und das ist nicht zu knapp. Deswegen, zack, 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 mehr Wohngebiete. So. Sims suchen Büros. Ja, das liest man gerne tatsächlich. Allerdings nicht hier, sondern in der Hauptstadt würde ich das gerne lesen. Deshalb werde ich gleich tatsächlich mal den Versuch wagen und nochmal in die Hauptstadt zu springen. Zu schauen, ob sich all unsere Bemühungen jetzt hier ja lohnen, beziehungsweise ja, ob es das wert ist, was wir hier auf uns nehmen. Weil wir nehmen hier sehr viel auf uns, einfach nur, damit wir die Nachfrage in der Hauptstadt mal ein bisschen ja, pushen können, sage ich jetzt einfach mal. So, 1, 2. Ja, das passt. Okay, wunderbar. Industrie. 1, 2. Mach mal noch mehr. Verdammt. Das war blöd gesetzt. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das SimCity 4 Let's Play. Mir gefällt es nach wie vor sehr. Weil ich dieses Spiel halt auch schon von Grund auf kenne als Kind. Und ja, das Spiel einfach liebe. Ist einfach so, ja, cool und stimmig gemacht. Mach ich das einfach mal. Gut. Dann haben wir jetzt hier unsere nächste Bushaltestelle. Einen Moment mal gerade. So, da bin ich wieder. Gut. Bauen wir einfach weiter. So. Weil einfach, ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Das gilt auch hier im Spiel. Jo. Weiter aufbauen. Es ist einfach so krass, wie viel hier einfach gefordert wird auch, ne? Gut, aber ich sehe gerade, wir haben eine ordentliche Nachfrage nach Gewerbegebieten. Das heißt, wir können nochmal hier in unsere Nebenstadt. So, und hier mal ein bisschen abwarten, genau. Aber hier wird auch wieder... Ah ja, okay, weil ich hier die Steuern geändert habe. Ja, das ist schon klar. Das ist schon klar. Es tut mir leid, liebe Einwohner. Ihr müsst ausziehen. Oh, shit. Die Finanzen habe ich ganz vergessen
So. Die Finanzen habe ich vergessen, Freunde. Oh, oh je. Die Finanzen habe ich vergessen. Verdammt. Warum ist das so krass teuer hier? Gesundheit und Bildung. Bildung kann auch runter. Definitiv. So, okay. Nicht, dass die uns jetzt hier die ganzen Verträge kündigen. Puh, okay. Nochmal geschafft. Nochmal geschafft. Der Müll, der kann... Sibitown, um Gottes Willen, nicht nach Sibitown. Ja, alles klar. Dann haben wir hier jetzt erstmal die Gewerbenachfrage gedeckt. Das ist schon mal gut. Dann springen wir nochmal hier rein. Was, Bier aus dem Keller? Witzig. Hier sind wir auch im Minus. Aber das hier, das geht noch. So. Und hier einfach weiter. Bushaltestelle. So. Und weitere Wohngebiete. Ja, da können wir einfach weiterbauen. Ich meine, die hier unten werden auch irgendwann mal Schulen brauchen. Und bis wir die haben, müssen wir uns einfach hier weiter die Wohngebiete aufbauen. Da würde ich vorschlagen, machen wir hier jetzt nochmal. Zack. Zack. Ja. Einfach nochmal ein paar Parks hin, genau. Und jo. Dann machen wir mal. Ja, ich bin gerade ein bisschen unkonzentriert, weil ich nicht weiß, was meine Katze von mir will. weil die ist irgendwie gerade ein bisschen laut. Und ich muss gleich vielleicht mal kurz pausieren. Ah gut, wer mich kennt, weiß ja, dass wir eine Katze haben. Ne? Und ja, das ist das halt, was so Haustiere mit sich bringen, ne? Dann machen wir hier mal noch ein paar Parks hin. Dann haben wir eine schöne Abgrenzung. So. Aber die Parks kosten halt auch, ne? Das ist das Problem. Die Parks kosten auch. So. Gut. Ah ne, Katze ist ganz ruhig. Okay, alles klar. Super. Dann können wir weitermachen. So, ein bisschen unkonzentriert gewesen, aber das gehört dazu. Bei mir zumindest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer mich kennt, weiß, dass ich so ein kleiner Dussel bin. Aber gut. So. Weiter geht's. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Parks. Wir müssen erstmal Geld für die Schulen sparen. Ja. Geld für die Schulen sparen. Wachsende Stadt sehnt sich nach Saft. Ja, toll. Wie will man da sparen? Aber gut. Wir brauchen doch noch Parks, ne? Ich sehe es gerade. Park, Park. Linken Park. Coole Band. So. Wir brauchen hier unten Bildung. Das ist echt ein Problem gerade. So. Annehmen. So. Und dann haben wir so und so die Bushalte. Wunderbar. So. Zack und zack. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Zack. Und hier unten kommt Parks hin. Genau. So machen wir das. Sehr schön. Ah, freut mich auch, dass ihr wieder dabei seid hier bei SimCity 4. Dass wir gemeinsam hier sehen können, wie unsere Region einfach wächst. Na? Und das sind doch Büros. Was denn für Büros? Tatsächlich sogar mittlere Wohngebiete. Mittlere Gewerbegebiete.
Okay. Wir sind sogar leicht im Plus. Das heißt, wir können hier sogar eine große Grundschule vielleicht aufbauen, oder? Ja, muss. Das muss sein, leider. Es kostet zwar... Bin ich im Überlegen, weil das reißt uns dann wieder ein Loch in die Kasse. Komm. Ja, geht noch. 1600, das geht noch. So. Alles klar, dann hier. Irgendwie höre ich hier die ganze Zeit Katzen miauen, obwohl nichts ist. Ja, das ist dann auch scheinbar die Paranoia eines Haustierhalters. Na gut, okay. Dann so. So, dann schnell aufbauen, bitte. Was ist das, den sich nach Saft? Ja, erstmal nicht. Erstmal müssen wir hier. Polizei? Haben sie hier unten keine Polizei? Doch, haben sie. Okay. Ah, sehr schön. Guck mal. 1500. Aha. 1400. Einfach weiterbauen. Einfach weiterbauen. Eingriff ist die beste Verteidigung hier. Beziehungsweise aufbauen ist die beste Verteidigung hier in dem Spiel. Mal abbrechen. Ihr mit eurem Saft, ihr kriegt gleich Saft, aber erstmal müssen wir weiter aufbauen. Verdammt. So. Ich hoffe, dass das Spiel nicht nochmal abstürzt. Ich hatte ja bei der letzten Folge einen Absturz drin, ne? Deswegen würde ich sagen, speichere ich das jetzt gleich einfach mal. Genau jetzt. Damit nicht wieder irgendwas Blödes passiert. So. Hui. Freiblick Eigentumswohnung. 500 Einwohner. Ja, cool. Freiblick Eigentumswohnungen. So, wir sind immer noch 1000 in den Miesen. Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwas bei der Bildung tun. Genau. So. So einfach geht das. Oh yeah, und da kommt wieder hier was Hohes. Sehr, sehr cool. Und wir brauchen wieder Gewerbe und Industrie. Das sieht schon cool aus, ja. New York Bat Team. Oder Bat Team? Batman? Keine Ahnung. So, Nachbarschaftshandel. Genau, das passt doch perfekt. Das passt doch gut da rein ins Budget. So, machen wir weiter. Verdammt. Das wäre so gut gekommen, ne? Wenn das genau mit der Straße hier gepasst hätte. Aber ist nicht schlimm. Da, Bushaltestellen. Mehr Wohngebiet. Ich baue hier gerade einfach drauf los, aber es ist halt nötig, weil wir unsere Finanzen sehen echt nicht gut aus. Deswegen ja in diesem Spiel, Bau ist die beste Verteidigung. Ist so. Und jetzt haben wir wieder das Problem gelöst mit den Finanzen. Sehr schön. Alles klar, sind wir schon bei 14 Minuten fast. Meine Güte. Geht echt schnell, aber die Stadt sieht schon... Ja... Ja, sieht das nicht aus wie so eine Mini-Skyline? Die auch noch funktioniert? Wow. Okay, und wir brauchen mal wieder gewerbemäßig was. Okay. Ich verstehe. Dann gehen wir mal wieder in unsere Nachbarstädte hier. Genau. Gestikuliere, mimen. Was? Ah, wir brauchen schon wieder Wasser, Wasser, Nachbarschaftshandel. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Jetzt schon wieder nichts mehr, ne? Das geht so schnell. Das geht so flott, aber das ist wahrscheinlich deswegen. 4200! Oh mein Gott. Okay, aber passt, Freunde. Gut. Dann einmal noch Hightech-Industrie und dann würde ich gerne nochmal in meine Hauptstadt schauen, ob das jetzt was gebracht hat. Diese ganze Aktion hier.
Hightech, mehr Hightech. Gib mir mehr Hightech. Oh ja, das sieht gut aus. Mach mal einen Park bitte hier unten hin. Zack. Genau, und dann hier unten am besten noch einmal. Wunderbar. Dann können wir hier nochmal unseren Bäume-Trick anwenden. Den ich lieb gewonnen habe tatsächlich. Den Bäume-Trick. Schaut euch das an. Was das alles ausmacht. Schaut euch das an. Diese Bäume hier. Na gut, okay. Industrie, Jobs und Bevölkerung bitte gucken. Ja, es wächst noch. Ah, jetzt fällt es wieder. Seht ihr, jetzt fällt die Kurve. Aber nicht so schlimm. Okay, gut. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir können hier weiter expandieren. So. Ja, das mit dem Wasser, das ist immer ein bisschen nervig zu ziehen, aber geht schon. So. Gehen wir hier noch. Wunderbar. Nein, bitte nicht. Und dann unsere Industriegebiete weit erweitern. Würde ich vorschlagen, machen wir das doch einfach mal. 50.900, ja, passt. Dann macht. Macht hier. Ja, komm, 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 komm. Genau. Man muss gar nicht in jedes Quadrat was machen, ne? Weil die bauen auch so dahin scheinbar. Aber das war's schon. Okay, cool. Jobs und Bevölkerung. Oh ja. Hau ich das an. Wunderbar. Perfekt. So, dann würde ich jetzt gerne mal in die Hauptstadt schauen. Gucken, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Ich hoffe. Ich möchte diese Stadt nicht nochmal. Es hat nichts gebracht. Das denn jetzt nichts gebracht? Naja, gut, wir brauchen halt Einwohner hier, ne? Und arme Wohngebiete. Ach, arme Gewerbegebiete. Ich meine, wir können ja mal was versuchen. Wir können ja mal was versuchen hier. Ich hoffe mal, dass wir das Wachstum hier jetzt wieder ein bisschen in die Gänge kriegen. Weil das nervt mich schon gerade, muss ich sagen. Ein bisschen dezent nervt mich das schon. So, dann mach einmal bitte hier. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Machen wir beide Straßen hier hin. Ich baue jetzt einfach neue Wohngebiete auf hier. Und ja, das ist blöd, dass die Straße hier nicht geht. Warum geht das denn hier nicht? Wegen dieser Kreuzung hier, ne? Ja, blöd. Okay, ich würde sagen, wir bauen einfach 4x4. 4x4. Ah, da ist Nachfrage für da. 4x4. 4x4. Und durch die... Ich habe hier eben was springen sehen, ne? Durch diese Wohngebiete... Sollte jetzt eigentlich auch eine Gewerbenachfrage kommen, oder? Wenn das logisch ist, dann sollte das so sein. Boah, schaut euch das an. Das sieht so gut. Das sieht so geil aus. Aber die haben jetzt wieder keine Jobs. Die Wohngebiete haben dann keine Jobs. Die, okay, die auch, aber die nicht. Doch, okay. Pendler 0. Ja. Würde ich aber vorschlagen, machen wir denen einfach mal eine Hochbahn hier hin. So, dann können sie nämlich schön pendeln. So. Dann machen wir jetzt hier einfach nochmal ein paar Wohngebiete hin. Weil vielleicht müssen wir hier auch einfach die Flucht nach vorne nehmen.
Ah, es sieht schlecht aus. Doch, okay, doch, alles klar. Hier werden die Gebäude dann aufgebaut. Sehr schön. Moment mal, braucht ihr Krankenhäuser? Oder Schulen? Oh ja, ihr braucht Schulen, ne? Oder nee, es geht, es geht. Ein Krankenhaus braucht ihr auf jeden Fall. So, wunderbar. Das passt da perfekt rein. So, dann gucken wir doch einfach mal. Nee, immer noch nicht. Ich glaube, wir haben einfach irgendwie ein Ungleichgewicht. Ah, Moment, jetzt habe ich aber auch gerade bei der Katze gehört. So, da bin ich wieder. Mit Katze im Arm. Einen Moment. Hm, was ist denn? Hm? Was ist denn? Na gut. Da haben wir schon wieder hier ein Krankenhaus, was streikt. Ich glaube, wir haben einfach ein Ungleichgewicht in unserer Stadt. Wir müssen ein paar Zonen hier tatsächlich durch Wohngebiete ersetzen. Wartet mal. Das kann sehr gut sein, weil schaut mal, diese Gewerbezonen sind viel zu viel. Schaut, viel zu viel Gewerbe. Viel zu viel. Aber das Problem ist, ich weiß es nicht, weil mach mal alle aus, bitte. Oh, das Gebäude möchte ich lieber nicht durch ein Wohngebiet ersetzen. So, aber ich frage mich dann auch, warum das hier nicht gut aussieht. Wir brauchen... Oh, was ist das denn hier für ein Turm? DA Cleaning Services. Ne, hier. Tade Comicus Bank. 10.000 Jobs. Aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Ja, super. Ganz toll. Oh, was kommt denn da? Da kommt wieder ein schickes Gebäude. Ist das ein Wohngebäude oder was? Was ist das denn? DA Rooms Toilette. Was? Ah, okay, okay, hier hinter. Ah, interessant. Ja gut, weil wir haben halt dieses sehr Ungleichgewicht jetzt, ne? Und jetzt müssen wir halt gucken, wo wir Gewerbegebiete durch Wohngebiete ersetzen können. So, ne? Das hier unten sind... Ja, okay. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich was ersetzen kann. Ersetz mal bitte... Tut mir jetzt leid um die schönen Gebäude. Aber wir brauchen ganz dringend Gewerbenachfrage. Deswegen. Aber guckt mal, dann ist das. Da sieht es hier so aus. Das verstehe ich ja auch gerade nicht. Die lange Pendelstrecke schlägt da wieder zu. Das ist gerade irgendwie ein bisschen sehr mysteriös. Also. Dieses ganze Wohngebiet hier. Ui, das sieht aber geil aus hier. Das sieht geil aus, guck mal. So, da bin ich wieder. Ich weiß, das hier sieht Hammer aus. Aber dann daneben wieder so ein Gebiet, wo... verlassen ist hier. Also das ist echt komisch. Na gut. Wir haben hier null Gewerbenachfrage im Moment, ne? Aber ich würde gerne auch diese ganzen stylischen Gebäude nicht abreißen wollen, weil... Warum? Schaut euch das mal an. Warum soll man sowas abreißen? Urban Parking. Oder hier sowas hier, das ist doch... das ist doch alles viel zu schade drum. Ich glaube, den hier könnte man zum Beispiel abreißen. Moment. So, mach das mal so.
So. Genau. Oh, oh Gott. Scheiße. Die Budgetaussichten. Das Budget, das ist... Was machen wir denn da? Es tut mir leid, wir müssen die Steuern wieder erhöhen. Geht gerade irgendwie nicht anders. Das macht jetzt natürlich wieder... Wieder bummeln. Oder wie wirkt sich das jetzt aus? Nee, geht! Ey, geht! Okay. Boah, das sieht auch geil aus hier. SG. Schaut euch mal diese Gebäude an. Ich meine, wer will sowas denn schon abreißen? Hier, sowas hier. Wer will sowas abreißen? Embassy Suites. Also ich auf keinen Fall. Das muss doch nicht sein, dass man sowas abreißt. Jetzt kann man aber auch das schöne Gebäude, das schöne Parkhaus müssen wir leider abreißen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir brauchen einfach Einwohner. Verdammte Axt. Wir brauchen einfach Einwohner und da kommt wieder ein Weihnachtsgeschenk. So. So. Jetzt hört doch mal auf. Ich mach euch gleich wieder aus, wenn das so weitergeht. So, Industrie. Ihr mich auch. Ist egal. Na toll. Ja, okay. Dann schaut man doch jetzt mal hier, wie das hier wächst. Ach. Und wieder kein... nicht genug Geld. Also irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht in dieser Stadt. Und ich hätte sie gerne gerettet. Aber irgendwas... stimmt hier ganz gewaltig nicht. Und irgendwie... Gesundheit runterschrauben. Tut mir leid. Auch wenn ihr dann alle anfangt zu streiken, aber... Ja, toll. Shit. Energie. Wir können keine Energie kaufen. Bitte. Hört doch auf. Ach, ja. Ist okay. Das stresst mich gerade. So, Energie. So, jetzt aber nicht mehr, oder? Ach, Gott sei Dank. Okay. Na, Gott sei Dank. So, alles klar. Ich bin hier gerade echt am Kämpfen mit dieser Stadt, ne? Ich fürchte tatsächlich, dass wir die neu aufbauen müssen. Sieht nicht gut aus. Guckt euch das an. Sehr geile Gebäude, aber alle verlassen. Ich denke mal... Fällt mir schwer, das zu sagen, aber ich denke mal, dass wir tatsächlich in der nächsten Folge unsere Stadt einmal komplett neu aufziehen. Das heißt, einmal komplett alles weg und die Flughäfen dann zum Beispiel, wie ihr geschrieben habt, mal an den Rand stellen. Und so wie auch die Hochbahn durch Monorail zu ersetzen. Ich bin gerade mit meinem Latein am Ende mit dieser Stadt. Ich meine, es sieht ja hier unten noch relativ ordentlich aus. Vielleicht... Die Mediziner, die allergisch reagieren. So. Ich weiß es nicht. Also... Das ist jetzt gerade so eine Frage für mich. Was machen wir hiermit? Ich meine, die Finanzen sehen ja auch immer beknackter aus, ne? Es schwankt halt extrem. Schaut euch mal die Finanzen an. Unten rechts. 141, eben waren es 146.000, die wir eingenommen haben. Jetzt sind es 140, 139, 135. Also irgendwas ist hier ganz, ganz komisch.
Okay. Auf einmal ist die Nachfrage nach oben gesprungen. Warum auch immer. Es ist gerade sehr mysteriös. Schwerindustrie. Jetzt ist es wieder weg. Also. Jetzt wieder 132.000. Nee, also irgendwas werde ich mir mit dieser Stadt tatsächlich überlegen, Freunde. Es tut mir leid, wenn wir die tatsächlich am Ende abreißen müssen, aber ich bin das Ganze total falsch angegangen. Wir brauchen tatsächlich erstmal die Vororte, die ich jetzt aufgebaut habe. Und wir haben viel zu früh ja, die Hochhäuser gehabt. Das scheint das Problem hier zu sein, weil es muss sich halt... Gewerbejobs und Einwohner müssen sich halt irgendwie die Waage halten. Deshalb sieht es jetzt halt so aus, wie es aussieht. Na gut, Freunde. Der internationale Flughafen sieht schon geil aus eigentlich, aber... so viele Probleme. Wie gesagt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich denke mal, dass wir hier... die Stadt abreißen. So schwer wie es mir fällt. Und dann einfach neu beginnen. Diesmal aber richtig neu beginnen. Und mit einer vernünftigen Nachfrage. Und ja. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge trotzdem noch gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja. Wie es hier weitergeht, sehen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.